Auf Korsikas Straßen wird seit fast zwei Wochen randaliert. Öffentliche Gebäude sind in Flammen aufgegangen und am Donnerstag wurde zeitweise ein Amtsgebäude von NationalistInnen besetzt. Ein Zwischenfall in einem französischen Gefängnis hat die Unruhen zwar ausgelöst, dahinter steckt allerdings der tiefe Wunsch vieler KorsInnen nach mehr Unabhängigkeit vom Festland. Ich glaube, dass die Regierung sofort mit einer starken öffentlichen Geste reagieren muss, damit die Anspannungen nachlassen. Inzwischen ist die Unabhängigkeit Korsikas von Frankreich tatsächlich im Gespräch, und zwar auf oberster Ebene im französischen Innenministerium. Innenminister Gérald Darmanin traf sich dazu am Mittwoch und Donnerstag mit korsischen RepräsentantInnen. Noch am Donnerstag stellte Darmanin einen Autonomiestatus, ähnlich wie bei der Überseeregion Französisch-Polynesien, in Aussicht. Französisch-Polynesien hat ein eigenes Parlament, eine eigene Flagge und gehört nicht zur EU. Der Weg zur Autonomie sei aber lang. Dieser Prozess, der dazu führen kann, dass die Insel der Schönheit eine gesetzgebende Weiterentwicklung erfährt, etwa zu einem Status, der Französisch-Polynesien ähnelt, der auch in der französischen Verfassung verankert ist, kann nicht 20 Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl stattfinden. Deswegen wollen wir den heutigen Tag dafür nutzen, einen Zeitplan zu erstellen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht in den nächsten Monaten oder Jahren. Es ist ein langer Prozess. Doch wie kam es überhaupt zu den Unruhen? Der Zwischenfall, der die Unruhen auslöste, hat am 2. März stattgefunden. Der korsische Unabhängigkeitskämpfer Ivan Colonna wurde von einem islamistischen Mithäftling angegriffen, weil er ihn offenbar wegen seiner Religion beleidigt hatte. Der Angreifer hielt sich allein mit Colonna im Sportraum auf, konnte diesen 8 Minuten lang ungehindert bei laufender Überwachungskamera mit einem Fuß fixieren und dann mit einem Plastiksackerl ersticken. Seither liegt Colonna im Koma. Der Separatist sitzt wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis von Arles auf dem Festland ab. 1998 hat er den Inselpräfekten Claude Erignac auf offener Straße erschossen. Colonna verlangte immer wieder, auf die Insel Korsika verlegt zu werden. Colonnas Familie und die Aufständischen fragen sich nun, warum diese Verlegung nie stattgefunden hatte und wie ein 8-minütiger Angriff im Gefängnis überhaupt möglich war. Es ist bedauernswert, dass es so weit kommen musste, dass wir auf eine Reaktion warten müssen, bis ein Mann im Koma liegt. Wir fordern, dass das Gesetz für politische Gefangene angewendet werden darf. Das ist alles. Die Nationalisten sind seit 7 Jahren in der Regionalversammlung. Sie diskutieren seit 7 Jahren und es hat eine Woche Krawalle benötigt, damit die Regierung mit etwas kommt. Deswegen müssen wir uns nun Fragen stellen. Die richtigen Fragen. Vielleicht hat die Gewalt tatsächlich einen höheren Zweck. Leider. Korsische SeparatistInnen haben jahrzehntelang mit Gewalt für die Unabhängigkeit von Frankreich gekämpft, bis 2014 die Untergrundorganisation FLNC die Waffen niederlegte und gemäßigte NationalistInnen politisch an Bedeutung gewannen. Heute sei der Autonomiestatus Konsens bei den InselbewohnerInnen, sagt Gilles Simeoni, Chef der korsischen Territorialverwaltung.